Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Rivals. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter mit meinen Kontrahenten, dem Friesi. Hallo. Und natürlich den sagenhaften, unbezwingbaren, unbeschreiblichen. Au! Au, 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 au! Au! Manus. Also, ich glaube, du hättest gestern nicht so früh ins Bett gehen sollen. Das hat so gut getan. Das hat so gut getan, aber mir ging's gestern scheiße. Ich weiß nicht, was los war, Digga. Mir ging's gestern wirklich nicht gut. Ja, hast du schon mal unseren Schlafrhythmus uns reingezogen, Alter? Ja, hab ich. Das ist unfassbar, ey. Meine Frau, ich kam gestern um 10 nach oben, da sagt sie zu mir, wo bist du denn hier? Ich so, Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, ey. Nutze das Lenkrad G29. Jetzt seit kurzem wieder, weil der Ehrenbruder Fuisi mir seine Pedale geschickt hat. Ja. Oh Mann. Kann er die nicht selber abfahren? Was soll die Scheiße, ey? So, Du warst gemutet, Digga. Ja, aber daran, weil ich mich bei jemandem bedankt habe. Über eine Minute. Das war niemals über eine Minute. Ja, sicher, Junge, war schon fast im zwei. Im Leben nicht. Zwei waren das. Nee. Aber, wie gesagt, ich habe ein G29 Lenkrad. Was hast du für einen Stuhl? Ja, muss ich mal ein Bild schicken, Digga. Da. Ist halt mal so. Es ist. In der Regel ist er eigentlich ganz gut. Kennt ihr Slick? Slick-Stuhl? Das ist der, wo du dich wischen musst. Das sind die schönsten Schulgänge. Ja, den musst du abknipsen. Abknipsen und das Ding ist erledigt. So, ein Video über Setup machen werde ich tatsächlich, habe ich geplant. Aber aktuell. Erst wenn der neue Rechner irgendwann da ist, irgendwann mal. Dann gibt es auch ein neues Video zum Setup. Kennst du zufällig die Regel mit dem Flügen? Ja. Wir dürfen da einen Helfer einstellen, ne? Du darfst dir jemanden einstellen, der das für dich macht. Ja, aber nein. Du. Ein Helfer, oder? Ein Ingame-Helfer. Oh, das. Ich hätte frag jetzt mal nach. Ja. Frag mal nach. Ich möglich, eure Könige sind tot. Lang lebe der König, wir sind ohne. Deutscher Rap kriegt gerade ein Herz und Fuck. Milfio. Hat geresubbt im 8. Monat. Und schreibt King Crew Forever. Vielen Dank, Milfio. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Susi Reimer verschenkt 5 Subs an die Community. Vielen Dank, Susi. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. 2, 4, 5, ja. Das ist sehr lieb von dir. Oh, wir sind fertig. Wir sind fertig. Hey, bei uns auf dem Hallo. Land hier. Hallo. Eine Frage. Zum Fliegen dürfen wir einen Helfer einstellen, oder was?
Herr Freezy, haben Sie die Regeln gelesen? Ja, da steht Helfer, das ist mir schon klar. Mit Helfer habe ich aber gedacht, Sie meinen damit das LU, also den Maschinenring. Nein, einen Helfer, Herr Freezy. Deswegen steht da auch Helfer und wenn der LU oder Maschinenring gemeint werden würde, dann würde das auch explizit so drinne stehen. Jetzt habe ich nicht die anderen Regeln geschaut, aber wir haben auch eine Regel, wir dürfen keine Helfer benutzen. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, es muss einer vom Maschinenring oder sowas sein oder vom LU oder was auch immer. Das ist die Ausnahmeregelung beim Flügen. Hallo! Okay. Ach. Unter 6 Meter Helfer. Ach so, ja, wollte ich dir nur sagen. Unter 6 Meter Helfer, über 6 Meter kein Helfer. Wolltest du mich schon wieder anscheißen? Nein. Was machst du jetzt schon wieder hier? Ich wollte nur sagen, ganz kurz, Barry? Ja? Danach fällt 50. Sagst du aber erstmal Bescheid, wenn du fertig bist? Mache ich. Danach fällt 50, ja? Jo. Oh, warte mal, 98%? Ja, ich muss gerade kurz wenden und dann geht's sofort weiter. Ja. Gut, alles klar, danach fällt 50, ja? Jo. Liebe Strafkammer, und so geht das immer. Ich war doch jetzt hier zuerst drin. Warum hat jetzt keiner von euch was gesagt? Ja, Strafkammer, warum? Und dann wird weil gesagt, wir beide müssen einen halben Punkt abdrücken, wenn sowas passiert. Also, weil wir ihnen nahegelegt haben, Herr Frisier, dass sie das bitte klären. Ja. Wie soll ich denn klären, wenn er sich da an nichts dran hält? Haben Sie denn drüber gesprochen? Ja, ich habe gesagt, warum kommst du... Er hat das Gespräch sofort abgewürgt. Ich habe gesagt, hier, warum kommst du denn nicht vernünftig rein und sagst hier, wie lange brauchst du noch, bla bla. Und jetzt erleben sie es doch an eigenen Leib. Und so passiert das bei allem. Ob es beim LU ist, ob ich beim Maschinenring bin oder auch immer. Und oh. Herr Freezy, ich weiß, Sie sind gerade aufgewühlt. Ich höre das in Ihrer Stimme. Wir besuchen Sie dann gleich nochmal alle beide. Ich will aber keinen halben Punkt Abzug, weil ich nichts damit zu tun habe. Wir werden Sie alle beide nochmal besuchen. Ich rate Ihnen, sich dahingehend nochmal zu unterhalten. Und dann werden wir sehen, auf was für eine Lösung wir dann letztendlich kommen werden mit Ihnen. Alles klar, okay. Gut. Und Herr Freezy, wo Sie gerade da sind. Ja. Der Straßenverkehrsordnung kennen Sie sich aus, oder? Ja, wieso? Der Herr Manus wurde ja auch schon darauf hingewiesen, wenn es nicht sein Land ist, bitte die öffentlichen Straßen und Wege zu benutzen. Okay. Nun, Herr Freezy, auch einmal ein Klopfen auf Ihre Finger. Auf den Bahnschienen. Können Sie sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn ein Zug genau in dem Moment kommt, wo Sie über die Bahnschienen fahren? Ja. Als kleiner Hinweis, bitte halten Sie sich an die Straßenverkehrsordnung. Ja, werde ich machen. Schön, schön, dass Sie da Durchsetzung zeigen. Bei dem anderen Thema setzen wir uns auch gleich durch. Das weiß ich. Und das wird nicht gut für mich enden. Das weiß ich jetzt auch schon. Bin gleich wieder da. Ich versuche das mit dem zu regeln. Tschüss. Oh, das ist gut. Das verbraucht sich danke, erst. Danke, Tino. Was? Ja, was? Ich sitze unten im Channel und quatsch mit denen und du kommst rein und machst den gleichen Scheiß wieder oben. Und jetzt will der Stadtrat uns beide halben Punkt abziehen. Warum? Ja, warum? Warum? Ja, weil ich unten im Channel saß und. Du hast da extra gesagt, nur ganz kurz und. Ja, aber ich war dran. Ah, ich war dran. Ja, toll. Ja, aber es war halt bei mir extrem dringend. Ja. Und es war halt extrem kurz. Lass uns schnell eine Lösung finden, sonst sind wir beide einen halben Punkt los. Ja, ist doch okay, ist doch alles easy, oder? Oder hast du dich übelst. Also, wenn du dich nicht übelst, ich schockierst jetzt deswegen. Doch, hab ich. Das ist ja klar. Ihr weißt auch, warum ich den Punkt abziehen wollen. Ja, nicht nur mir, dir auch. Ja, naja, aber das war deine Schuld. Warum hast du dich aufgeregt? Ja, ich wollte den doch nur ganz kurz eine Info geben. Weil er fertig war, mach nur schnell das. Fertig. Wollen ich kann auch nichts dafür, dass du heute überall da bist, wo ich hin will. Wollen wir schnell eine Lösung finden oder nicht? Ja, was wäre denn die Lösung? Dass du nicht in den Channel kommst, wenn ich da bin. Ja, aber dann hockt er nicht immer ewig überall rum. Und das genau natürlich auch andersrum. Ja, naja, dann. Ja. Dann frag, ob die Strafkammer kurz Zeit hat, die hochkommt. Die kommt gleich. Ja? Wann denn da? Das haben sie nicht gesagt. So, jetzt habe ich das Problem. Kannst du mir den Trecker leihen? Digga, ich habe nur einen. Den brauche ich selber. Tut mir leid.
Scheiße, ey. Habt ihr eine Idee, Leute? Braucht ihr doch schon einen. Warum Drecker? Aber was für einen? Firmen Deutsch, glaube ich. Lass uns mal. Der wäre normalerweise, das wäre normalerweise echt eine Maßnahme, das Ding hier. Fastrack? Oh, der wäre geil, Digga. Den würde ich sofort kaufen. Fastrack würde ich sofort kaufen. Ui, 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 ui. Hier ist Feierabend. Alles klar. Alles klar. Das dann aber ganz schnell. Oh, der wieder in die andere Richtung geht. Jetzt. Reiben wir uns die Nippel und singen das Lied. Es gab mal einen Mann, der hat einen dicken Bauch dran und... Scheiße, ich habe meinen Text vergessen. Wie ging denn das? Irgendwas mit kleinen Dingen. Ja, ja, ich weiß. Ja gut. Da. Okay. Ja, hast du der Strafkammer mal geschrieben, dass sie mal, ob die kommen? Die kommen gleich. Achso, ja. So. So, 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 so. Habt ihr sowas wie St. Martin? Was war das gleich? Hier, der Mann, wo du mit der Laterne rumrennst und so. Ja, oder? Ja. Warst du schon mit dem Kindergarten unterwegs? Nee, werde dieses Jahr nicht mit. Ach so. Ich hätte gerne mal was interessiert, ey. Warum, was willst du wissen? Ja, wir waren. Ich war mit den Kindern unterwegs, meine Frau war ja arbeiten. Und da wird gar nicht mehr gesungen. Aber es wird sich schön über alles und jeden unterhalten auf so Dinge. Da laufen vor mir vier Frauen, die Kinder da vorne auch nicht am Singen, aber mit der Laterne am Ding. Und die waren am Lästern über die Nachbarn. Junge, das kannst du dir nicht vorstellen, Alter. Ja, ist doch normal, Alter. Ja, das ist doch normal. Ey, das geht doch um die Kinder. Warum ja, singen die denn nicht? Ja, weil einfach die Leute sind. Naja, weil die so sind. Das ist einfach so. Baby, Baby, Baby. Oh, oh. Du wieder Geld! Oh Geld, oh Geld! Du wieder Geld! Servus! Freund, Feld 10! Mein Freund! Feld 10! Feld 10! Bin ich unterwegs? Ja. Ich unterwegs? Ja, spitze! Ey, und Barry? Ja, wegen unserer Sache. So. La, 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 la. So, wie viele Kühe hast du mittlerweile eigentlich? Verrätst du mir das oder eher nicht? Fünf Stück. Nee, du hast mehr. Ich hab fünf. Du hast mehr. Boah, Digga, ich hab fünf. 10. 15 habe ich. Warum? Du hast mehr wie 15. Nein, Alter. Sollst mir erst die Zuschauer schreiben. Was ist denn hier, Alter? Das Rohr ist aber ganz woanders. Gleich wieder da. Moin. Sag mal, könnt ihr euren Klappertraktor oder die Trecker-LKW nicht irgendwo anders hinsetzen? Anstatt mitten bei mir auf der Straße? LKW? Du scheiß Holz, was ihr da aberntet, bei mir am Hof? Ah, Dietmar, da musst du mit Dietmar schauen. Der steht direkt bei mir um die Kurve. Ich fahr da fast jedes Mal gegen, ey. Alles noch Frau. Ich bin weg, tschüss. Dankeschön für den Unterschied. Ja, was ist los? Was? Warum lachst du denn schon wieder so? Ich wurde auf Platt gerade beleidigt. Unglück.
Gesundheit. Dankeschön. Füsi? Ja. Gesundheit. 45 Kühe hast du schon? Was? Muss ich auch selber mal eben schauen. Nein, Alter, ich habe keine 45 Kühe. Dominik, wie viel habt ihr jetzt reingekriegt in den Transporter? 38. Ah, okay. Also. Ja, mal gucken, vielleicht reicht noch für eine zweite. Rumgelecke, ey, das nervt mich so hart. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, weg da, ey. Aber es liegt gleich komplett aus. Komm, ey, ich weiß ja, dass er hier durchpasst. Also das Licht vom LKW, da kannst du auch zwei Teelichter von reinstellen, ey, ohne Scheiß, Mann. Bei einer Tippsteuerung F. Ja, habe ich gerade. Das ist okay. Tatsächlich nicht unbedingt der bessere. Wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Da gibt es ja wieder keinen Weg hier. Ich würde jetzt abladen, ist das okay? Ja, gern. Habe ich schon verkauft. Es ist so dunkel, dass es nicht. Ohne Scheiß, ey, du kannst nicht mal rasen bei der Dunkelheit, ey. Also hier musst du echt so aufpassen mit dem Fahren. Scheiße, da komm ich ja nie rum mit der Hütte hier. In die Eisen. Aber auf Krampf, ey. Aber auf Krampf. Ich kann nicht umgehen, was ganz, so geplant ist. Ich gehe mal ganz kurz was prüfen. Ja. Investiert in Schafe, ich bin doch nicht bescheuert. Ich kann das Wort Kuh nicht mal schreiben. Ich bin an meinen Eingang vorbeigefahren, ey. Miesmuschelmittwoch, ja. So. So Miesmuschelmittwoch. 25 Kühe hast du? Sag mir jetzt, wie viele Kühe du hast. Ich sag es dir nicht. Leute, wie viele Kühe hat der? Geh raus. Was? Geh wieder raus. Also ist das dunkel, das ist nicht in Worte zu fassen. Warte mal, hallo. Muss ich aufpassen. Ich hätte das noch aus. Hallo. Herr Freezy. Ja. Ganz kurz, kannst du eine Sekunde warten? Kann nicht. Warum kann ich eben die Rechnung bezahlen von der Mission? Darum geht's, Herr Freezy. Und zwar der Datenschutz bestimmungsmäßig. Kommen Sie doch bitte dafür in unser Büro. Ja, mache ich. Ich komme.
Wunderbar, dankeschön. Hallo. 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 Ich würde ganz gerne eine Rechnung bezahlen. Okay. Haben wir Gesamtrechnung von 9.250 Euro. Geben wir mal einen kleinen Rabatt drauf, machen wir 8.000 Euro. Oh, super, vielen Dank. Bitteschön. Habt ihr Bock auf noch eine Mission? Wird euch aber nicht gefallen. Ja, hau raus. Komm. Arbeit ist Arbeit, sag ich immer, ne? Es ist Zuckerrübenernte. Okay. Excel, du weißt Bescheid? Jetzt muss ich mal eben was schauen. Bitte was? Nee, komm, ey, das, ja, aber das gibt das meiste Geld, ey. Was soll ich tun, ey? Ja, Auftrag ist Auftrag. Wo geht's Auftrag los? Ist Auftrag. Das ist halt so. Wo geht's los? Nimmt ihnen keiner krumm. Nein. Ich weiß nicht, wo ist der Auftrag hin? Er ist weg, weg. Er ist weg. Ja, dann machen wir Feld 44 ernten. Geräte ausleihen, Vertrag ist akzeptiert. Und Sachen stehen da. Ist Rübenernte, Feld 44. Okay, gut, Geld kam ja an, ich habe alles bezahlt, läuft, ne? Ja, super. Alles klar, dankeschön. Jo, danke auch. Tschüss. Tschüss. Hallo. Guten Tag. Hallo. Machen Sie Transportfahrten? Ja. Alles klar. Ich würde ganz gerne von bei mir aus dem Lager die Zuckerrüben und die Kartoffeln verkaufen, bitte. Okay, wird erledigt. Und, nee, alles gut. Sag mal, wart ihr auch dafür zuständig für Mischfutter zuständig? Wart ihr das? Ja. Habt ihr noch einen frei für mich? Was meinst du mit einem frei? Ja, ich hab ja bei euch jetzt gerade... Nee, ich hab ja bei euch ja gar nichts. Ach, schon gut. Ich würde ganz gerne, muss mal eben gucken, ob das andere LU mir schon die Ballen zum Hof geliefert hat. Ich habe Silageballen. Hier, was braucht ihr denn nochmal alles zum Mischen? Silage, Heu und Stroh. Ah, nee, dann wird das noch nichts. Ich muss erstmal ein Heu einsammeln. Nee, gut. Weiß ich Bescheid. Ich melde mich nochmal, wenn das Heu da ist. Seid ihr eigentlich schon fertig mit meinen Feldern ansehen und so? Ja, gerade fertig geworden. Ah, gerade fertig. Dann bezahlen wir mal direkt die Rechnung. Wie viel bekommen Sie? Moment, die Rechnung mache ich sofort fertig. Ich melde mich nochmal. Ja, alles klar. Weiß ich Bescheid. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Diese muss ich jetzt einmal bezahlen. Kannst du mir den runterbringen? Kannst du ihn direkt wieder mitnehmen, wenn du willst. Würde. Ja, ich müsste erstmal quasi deine Sachen bei dir abstellen. Nee, mach ich selber. Lass mich rein. Du selber. Ja, ich fahr also, zurück. Soll ich einfach auf Feld 10 stehen lassen? Ja, genau. Gut. Und jetzt möchtest du quasi den einfach an deinen Hof gebracht. Ja, an meinen Hof gebracht. Den kannst du ja direkt wieder mitnehmen. Ich überweise dir halt das Geld direkt. Jo, beziehungsweise ich stelle ihn dir hin und dann... Mit dem Anhänger hab ich gerade probiert, hat gerade beide probiert, Junge. Jungs. Ja. Gut, weiß ich Bescheid. Danke dir vielmals. Jo, bitte. Tschüss. Ciao. Ciao. LKW und Anhänger, beides geht nicht. Auch noch ein bisschen gehen. Mann, Leute, ich hab keine Zeit. Ja, Schaufel geht. Schaufel bringt mir gar nichts. So. Es ist so dunkel wie in einem Popo von einem Bär. Und es fällt mir schwer,
etwas zu sehen. Deshalb muss Freezy mit der Taschenlampe vorne weggehen. Ich komme einfach nicht rüber auf die Straße. Also das ist so doof angelegt. Also von dem Händler und dem Landhandel darüber auf die Straße ist ein Kraus, oder? Hab ich noch nie, bin ich noch nicht gefahren. Was ist denn da los? Nee, bist vielleicht noch nie gefahren, weil du ja jedes Mal abkürzt. Da, wo du über die Bahnschienen gefahren bist, das meine ich. So, ja, das ist ein Traum. Fahr doch über die Bahnschiene, so, okay. Ich weiß, dass du mich angeschissen hast, aber ich würde dich nicht... Ja, hallo, hast du mich angeschissen? Ja, hab ich noch nie getan, Alter. Ich weiß nicht, wovon du redest, Alter. Ja, ja. Grüßi. Ja, bitte. Du bekommst bitte Rabatte bei Melu? Ich bekomme Rabatte von Melu? Nö. Nö? Nee. Wieso? Ey, wie komm ich denn hier raus, Alter? Das ist jetzt ein schlechter Witz. Boah. Wenn deine Community Witze nicht versteht, ne, dann sollen sie vielleicht besser gar nichts schreiben. Ne? Also jetzt ist also die Community auch noch der Buhmann, ja? Ja, weil es war doch wieder so einer der... Ich hab den Witz nicht verstanden. Ich gehe jetzt petzen. Weißt, ich, da hab ich gerade komplett, ich bin, ich, das ist alles für den Arsch, ja. Kannst du mir den Namen schreiben, der das gesagt hat? Nein. Komm, sag schon. Nein. Oh, der 31er-Move, Alter. Ja, bist doch King drin. Egal. Ey, ohne Scheiß, ne? Jetzt mach ich sowas, ey. Da machst du jetzt hier... Das sind wieder Fahrskills des Todes. Bruder! Da! Mann, regt mich das auf gerade. Mann, regt mich das auf gerade. Brauchst du das Gras, was hier liegt? Echt, Michael? Hermanus? Ja. Wer steht am Hof? Wer steht am Hof? Achso, ja, 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 ja. Bin da. Bin schon da. Und insgesamt 3000 Grüße vom Chef. Jo, das ist lieb. Wenn ich irgendwann die Einfahrt zum Hof finde, dann. Oder eine Straße, die hier zum. Dem Scheißhof führt. So, ah, da bist du. Nee, da bist du nicht. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja ganz woanders. Oh. Oh, null. Du bist gerade unten bei Feld 3. Oh, los hier. Das war richtig interessant. Muss zum anderen Xerion 5000. Sag mal zurück. Oh, nee. Ist der bei 3000, ist der mit drin oder kriegst du es extra noch? Nein, das ist alles abgerechnet. Da ist komplett aus, super. Ja. Dann bezahle ich das gleich, da will ich auf jeden Fall noch schuldenfrei werden, die zufolge. Geht ja über keine Kuh aus hier, mal ganz ehrlich. Grüßi? Ja. Wieso hast du, jetzt Real Talk, wieso hast du immer mehr LU-Mitarbeiter wie ich? Das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich darf dir zwei nehmen, die zwei nehme ich mir. Du darfst du dir zwei nehmen? Jeder darf sich zwei nehmen. Du darfst dir doch auch zwei nehmen. Ja, bei drei Leuten, die da sind. Ach so. Das wollte ich nicht. Ja, wo beschäftigst du denn zwei? Ich habe bei mir alles. Was soll ich denn sagen jetzt? Ja. Mann, ey. Naja, und hier sind wir gewohnt. So.
Okay. Warmst du die voll und dann geht's ab hier. Dalak, damit hast du das Projekt auch voll verstanden. Das ist jetzt kein Sarkasmus, also wirklich. Geil, geiert euch jetzt aber nicht so drauf auf, ist doch scheiße. Was denn? Ah, die geilen sich über die Petzen auf. Ach so, oh lol, ist das so Ritze? Das ist ja wirklich Ritze, also jetzt ohne Scheiß. Es ist normal vor allem. Wollte ich gerade sagen, ihr müsst euch mal, denkt mal zurück, wo ihr jünger wart, da habt ihr es doch auch gemacht. Da hat irgendjemand was über euren besten Freund gesagt, da seid ihr auch egal. Der hat was über dich gesagt. Weißt du, und das ist jetzt, ja. Die meinen das wahrscheinlich nicht mal böse. Die feiern das Projekt, die feiern gerade Tino. Die wollen, dass Tino gewinnt und dann gehen sie dahin und denken damit, sie sind dann Helden. Jetzt lass sie in Ruhe und alles ist gut. Ich weiß, Egon, ich ärgere den doch nur. In jeder Challenge gibt es Randale, oh. Gott sei Dank, es ist wieder Licht. Ja, ohne Scheiße. Firma dankt. Jo. So, einmal noch Geld überweisen. Jo, ist angekommen. So, schuldenfrei, das, alles erledigt. Ich muss mal kurz was sagen. Wieso war der schuldenfrei? Warum ist er schuldenfrei? Warum hat er Schulden? Leute, was für ein Trecker sollen wir uns gönnen? Jetzt mal ernster, Real Talk, was für ein Retacker? Händler, wo ist der Händler? Ich hatte auch den Case im Verdacht, den Case Pro habe ich mir gerade überlegt. Ja, komm. Scheiße, warum fährt er nicht mehr rückwärts? Wie schaltet man das aus, Leute? Steuerung. Steuerung was? P. Steuerung P? C, glaube ich. Und dann? Automatik aus, oder was? Dankeschön. So. Bauen wir mal das Maschinchen hier eine Weile weg. So, wie komme ich jetzt am schnellsten? Feld 44. So. Ah, ich muss LUA, genau. Oh, er ist LUA. Ich weiß, was der vorhat. Der ist jetzt extra schnell nach LUA gegangen, weil wir mit der Zeit durch sind. Der kommt jetzt gleich hoch, will die Folge abmoderieren, dann habe ich meine Rechnung nicht bezahlt und somit habe ich einen Fehler begangen. Aber nicht mit mir, denn nach dem Plan habe ich geschaut, kleine Snitch, ey. So, Leute. Das hat er nicht gemacht. Wie geht denn sowas? Hallo. Guten Tag. Hallo, Herr Freezy. Ich wollte die Rechnung bezahlen. Ja, das wären 7600, bitte. Ah, so viel? Ja gut, das waren drei Bearbeitungen von zwei ziemlich großen, oder von mindestens einem großen Feld. Warum ist der Lokal bei mir im Ding?
Ich habe die Transportarbeiten soeben erledigt. Ach so, ach ja, stimmt, da war ja was. Was hat ihr nochmal? Ah, so, Dominik, hier, Geld an Hof überweisen. Wie viel waren das? 9.000? Ne, 7.000? 7.600. Geld ist überwiesen. Jo, danke. Und der Transport, können Sie auch gleich begleichen? Ja, sehr gerne. Erledigt ist? Ja, zwei. Moment. Das war Getreide, richtig? Kartoffeln und Rüben, ja. Und Rüben. Ja, dann wären das doch mal 700, bitte. Habe ich überwiesen. Okay, ist angekommen. Vielen Dank. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, Tino, erzähl uns mal was. Ja. So. Gut, meine lieben Freunde, wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da und schaut auch beim nächsten Mal wieder. Wow. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Ja. In dem Sinne, schreibt immer gerne Tipps in die Kommentare und ja, was wir so machen sollen. Gebt Füsi auch mal einen Tipp, was er noch so machen kann, eventuell. Und schreibt mir natürlich auch gerne rein. Weißt du, was man echt mal sagen muss? Wie siehst du mal? Ja. Obwohl du manchmal ein Arsch bist, bist du manchmal echt nett. Echt? Ja. Okay. Ich nehme das jetzt mal ernsthaft, was du gesagt hast, mit, gib mir auch mal einen Tipp, aber. Ja, ist klar. Wir sind aber fertig. Mein Wasser ist jetzt drin. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.